Hubert Aiwanger in einem Bierzelt in Niederbayern. Seine Freien Wähler sind zwar nur der Juniorpartner in der Landesregierung, dennoch hat Aiwanger die Debatten im Wahlkampf bestimmt. Dabei ist es dem 52-Jährigen geschickt gelungen, sich in der Affäre um eine antisemitische Hetzschrift aus seiner Jugend als Opfer der Medien darzustellen. Zumindest lassen das die Umfragen vermuten, die die Freien Wähler bei etwa 15% sehen. Der Wahlkampf ist recht gut gelaufen. Ich erwarte, dass die Freien Wähler am Sonntag wesentlich mehr Stimmen kriegen wie vor 5 Jahren und eigentlich als Sieger dieser Wahl hervorgehen. Die Freien Wähler als Wahlsieger? Das kann Markus Söder nicht gefallen, dem Ministerpräsidenten von der CSU. Seine Umfragewerte waren Anfang des Jahres noch bei mehr als 40%. Nun steht die CSU bei 35%. Wohin die Prozente gegangen sind, ist klar, zu den Freien Wählern. Dennoch sieht man bei den Konservativen die Grünen als Hauptgegner, zumal Söder die Koalition mit den Freien Wählern nach der Wahl erklärtermaßen fortsetzen will. Also wenn der Söder eine Koalition mit den Grünen machen würde, das wäre unser Untergang, ist meine persönliche Meinung. Warum? Weil wir mit den Grünen keine gemeinsamen Schnittmengen haben. Und wenn die Grünen irgendwo sind, dann wollen sie den Ton angeben, egal wie wenig Prozent sie haben von der Wahl. Und die anderen Parteien spielen für die Koalitionsbildung in Bayern wohl ohnehin keine Rolle. Selbst die AfD, die sich derzeit bundesweit im Aufwind befindet, kann angesichts der Aiwanger-Debatte nur auf magere Zugewinne hoffen.